Anfang der 70er Jahre verdoppelten die ölproduzierenden Länder den Ölpreis. Dann wurde er noch einmal verdoppelt. Ein großer Teil des durch diese Preiserhöhung erwirtschafteten Geldes wurde bei Banken im Westen und in Japan angelegt. Die Banken beschlossen, aus diesem Reichtum mehr Reichtum zu machen. Im Londoner Hauptsitz der International Credit High Corporation wandte sich Präsident Thaddäus III. An seinen Vorstand. Meine Herren, wir haben Geld. Und unseren Aktionären gegenüber haben wir die Pflicht, mehr Geld zu machen. Wir werden moderate Zinsen fordern und wir werden die Welt davon überzeugen, sich bei uns Geld zu leihen. Was hatte das zu bedeuten? Nun ja, auf dem Binnenmarkt drängten die Banken die Menschen dazu, Geld zu leihen, um sich eigene Häuser zu kaufen oder eigene Geschäfte aufmachen zu können. Leute wie diese Frau. Nennen wir sie Maisie. Sie las die Broschüren der Bank. Sie könnte Geld aufnehmen, um ein Geschäft in der Innenstadt zu eröffnen. In der oberen Etage gäbe es eine Wohnung. Sie und ihre Familie könnten dort leben, anstatt weiter Miete zu zahlen. Maisie könnte das tun, was sie schon immer tun wollte, ihre eigene Bäckerei eröffnen. Sie rechnete sorgfältig die Einnahmen der Familie durch und kam zu dem Ergebnis, dass sie bei einem angemessenen Umsatz ein Darlehen von 90.000 D-Mark zurückzahlen könne. Die größten Darlehen der Bank gingen jedoch an Länder der Dritten Welt. Jene, die für die Bank als sicherer Tipp galten, wurden ermutigt, in nahezu unbegrenzter Höhe Geld aufzunehmen. Nehmen wir ein typisches Beispiel und nennen es Brasico, das in Lateinamerika liegt. Brasico hatte mit Präsident Gomez einen starken Führer. Er genoss die Unterstützung des Militärs. Mit seiner Hilfe war er an die Macht gekommen. Seitens der Wählerschaft hatte er nichts zu befürchten. Es gab keine Wahlen. Es gab auch keine Kritik seitens der Medien. Er kontrollierte sie. Auch die Gewerkschaften machten keinen Ärger. Es gab keine. Als Präsident Gomez entdeckte, dass die Banken bereitwillig Geld herausgaben, dachte er, dass eine Spritze Geld genau das wäre, was Brasico bräuchte. So akzeptierte er das Angebot der Bank über ein Darlehen von 1 Milliarde Dollar. Die Banken waren so scharf darauf, Kredite zu vergeben, dass sie sich nicht kümmerten, wie das Geld verwendet wurde oder wie Brasico das Darlehen mit seinen Zinsen letztendlich zurückzahlen würde. So machte sich Präsident Gomez auf zum Großeinkauf. Einen sehr großen Teil des Darlehens verwendete er dafür, seine Streitkräfte mit den neuesten Waffen auszustatten. Er ließ einen riesigen neuen Präsidentenpalast bauen. Und er ließ eine 8-spurige Autobahn bauen, die eigentlich nirgendwo hinführte. Er ließ seinen Freunden und Helfern Millionen Dollar als kleine Aufmerksamkeiten zukommen. Ein sehr großer Teil des Geldes blieb aber gar nicht in Brasico, sondern wurde auf geheimen Wegen auf europäische Banken zurücktransferiert, wo es sicher war. Dieses ziemlich weit verbreitete Phänomen wird als Kapitalflucht bezeichnet. Man kann das auch anders nennen. Als Brasico dann noch die Zinsen für das Darlehen zahlte, blieb nur wenig übrig, womit neue Arbeitsplätze für die Mehrheit der Leute, nämlich die Armen, geschaffen werden konnten. Nun mag man denken, dass all dies zu weit hergeholt ist, dass Brasico ja nur ein imaginärer Staat ist. Die Realität ist allerdings noch krasser. Auf den Philippinen gab Präsident Marcos einen großen Teil seines Darlehens für den Bau seines eigenen Denkmals aus und zerstörte damit eine örtliche Gemeinde. Er begann außerdem mit dem Bau eines Atomreaktors, gab dieses Vorhaben allerdings auf, als sich herausstellte, dass sich darunter ein schlummernder Vulkan befand. So nahmen andere Länder wie Simbabwe und Tansania Kredite auf für Bildung, das Gesundheitswesen und andere Dienstleistungen, um damit das Leben der Menschen zu verbessern. Anfang der 80er Jahre nahmen die Dinge dann eine dramatische Wendung. In den USA gab es große Haushaltsdefizite. Um neues Kapital anzuziehen, wurden die Zinsen drastisch angehoben. Andere Länder folgten ihrem Beispiel und in der ganzen Welt stiegen die Zinsen. In
In der Zwischenzeit stürzten die Brasicanos Präsident Gomes und wählten eine demokratischere Regierung unter Präsidentin Maria Martinez. Aber die Dinge standen immer noch nicht gut für Brasico. Die Zinszahlungen für das Darlehen hatten sich inzwischen vervierfacht. Und obwohl sie tatsächlich den Betrag des ursprünglichen Darlehens zurückgezahlt hatten, mussten sie immer noch Milliarden an Zinsen aufbringen. So schnell wie durch den Export Geld ins Land kam, so schnell ging es durch den Schuldendienst wieder raus. Das Land war finanziell ruiniert. So rief Präsidentin Martinez kurz bei Thaddäus III. An und erklärte ihm, dass sie schon sehr bald die Rückzahlungen nicht mehr leisten könne. Thaddäus III. Sagte Präsidentin Martinez daraufhin, dass ein Geschäft wäre und Schulden Schulden wären und Brasico besser mehr Geld verdienen sollte. Präsidentin Martinez versuchte daraufhin, die Einnahmen zu steigern, indem sie den Anbau von Kaffee, dem Hauptexportartikel des Landes, ausweitete. Unglücklicherweise taten dies auch alle anderen kaffeeproduzierenden Schuldnerländer. Und sehr bald schwamm die Welt in so viel Kaffee, dass die Kaffeepreise dramatisch fielen. Das gleiche galt für die Hersteller von Zinn, Baumwolle, Kupfer und die meisten Rohstoffe. Die Weltmarktpreise fielen. Und obwohl die Länder mehr produzierten, nahmen sie im Grunde weniger ein. Kleinbauern wurde ihr Land weggenommen, um darauf mehr Kaffee für den Export anzubauen. Das bedeutete, dass sie selbst weniger für den Eigenbedarf anpflanzen konnten. Daheim hatte auch Maisie Probleme. Die Zinsen auf ihr Darlehen schossen in die Höhe und die Bäckersfamilie stellte fest, dass ihre Ausgaben höher waren als die Einnahmen. Maisie sagte dem Manager der Bank, dass sie mit den Rückzahlungen des Darlehens Schwierigkeiten hätte. Aber der Manager der Bank sagte ihr, dass ein Geschäft wäre und Schulden Schulden wären und dass sie sparen sollten, um die Rückzahlungen zu leisten. So schnürte die Bäckersfamilie ihren Gürtel enger. Das Firmenauto wurde abgeschafft, an Nahrungsmitteln wurde gespart, die Heizung wurde abgeschaltet, dafür wurden dickere Sachen angezogen. Sie versuchten einfach nur noch, es irgendwie zu schaffen. Aber für die Brasicanos ging es ums nackte Überleben. Präsidentin Martinez wollte das Leben der Armen verbessern. Aber mit den steigenden Zinsen war das nicht zu schaffen. Sie merkte, dass Brasico das Darlehen niemals abzahlen könnte und sie rief Thaddäus III. In der Bank an. Sie war nicht die einzige Anruferin in dieser Woche. Die Telefone der Banken klingelten unaufhörlich, da auch andere verzweifelte Länder verlauten ließen, sie könnten nicht zahlen. Die Banken gerieten in Panik. Sie waren in ernsthaften Schwierigkeiten, da sie riesige Geldbeträge vergeben hatten. Sie setzten sich zusammen und beschlossen, die Darlehenslaufzeit für die Schuldnerländer zu verlängern, solange diese die Bedingungen des Internationalen Währungsfonds akzeptieren würden. Brasico blieb nichts anderes übrig, als diese Bedingungen zu akzeptieren. Die lokale Währung wurde abgewertet. Dadurch sollten die Exporte billiger und die Importe durch die Verteuerung gebremst werden. Das Dilemma war, dass Brasico von importierten Gütern wie Maschinen, medizinischen Geräten und einigen Rohstoffen abhängig war. Zur gleichen Zeit lief das Programm des Internationalen Währungsfonds zur Bekämpfung der Inflation. Das bedeutete die Reduzierung öffentlicher Ausgaben. Subventionen im Nahrungsmittel- sowie im Transportsektor wurden gestrichen und Löhne eingefroren. Während all diese Bedingungen theoretisch Sinn machten, war die Verteilung des Reichtums in Brasico nach wie vor so ungleich, dass wieder einmal die große Mehrheit der Armen die Leidtragenden waren. Die Auswirkungen auf ihr Leben waren katastrophal. Das Land, das ihnen zur Verfügung stand, um ihre eigenen Nahrungsmittel anzupflanzen, wurde noch kleiner. Die Abschaffung der Subventionen ließ die Nahrungsmittelpreise in die Höhe schnellen. Heimische Industrien, die von importierten Rohstoffen abhängig waren, mussten schließen. Tausende verloren ihre Arbeit. Drastische Einsparungen im sozialen Sektor bedeuteten, dass Krankenhäuser schließen mussten und Gesundheitsprogramme eingeschränkt wurden. Die Kindersterblichkeitsrate stieg rasch an.
Die neue demokratische Regierung von Brasico konnte für die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht sorgen. Es kam zu Demonstrationen. Die Leute waren aufgebracht. Ex-Präsident Gomes plante einen Staatsstreich, um Präsidentin Martinez zu stürzen. In der realen Welt ging es gleichermaßen dramatisch zu. So musste zum Beispiel Sambia Grundschulgebühren erheben. Nur wenige konnten zahlen. Der Senegal konnte die eigenen ausgebildeten Ärzte nicht einstellen, obwohl dort nur ein Arzt auf 20.000 Menschen kommt. In Bolivien ist die Arbeitslosenquote so gestiegen, dass sich über die Hälfte der Arbeiterschaft mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. In Brasilien wurde Regenwald abgeholzt, um Platz zu schaffen für die Produktion von Rindfleisch für den Export. In Argentinien, Venezuela, Ägypten, dem Sudan und vielen anderen Ländern ist es zu regelrechten Brotrevolten gekommen. Die schwachen Demokratien, die die Diktaturen auf den Philippinen und in Lateinamerika abgelöst haben, sind in Gefahr. Die Banken haben die Schuldenkrise überwunden, sodass sie nicht länger bedroht sind, aber die Armen zahlen nach wie vor die Rechnung. Und das Traurige daran ist, dass die meisten Schuldnerländer ihre Anfangsdarlehen in Wirklichkeit schon mehr als einmal zurückgezahlt haben. Der Zusammenbruch ihrer Wirtschaft ist größtenteils auf Faktoren zurückzuführen, auf die sie keinen Einfluss haben. Die Menschen in den Schuldnerländern beginnen jedoch, sich gegen diese Ungerechtigkeit aufzulehnen. Auf den Philippinen stoppten die Menschen, die am Chico-Fluss leben, den Bau eines kreditfinanzierten Staudamms, der ihre Häuser überflutet hätte. Frauen aus Uganda haben einen Finanzierungs- und Kreditfonds eingerichtet, der ihnen helfen soll, die schlimmsten Auswirkungen der Verschuldung zu überwinden. In Brasilien wurde die Allianz der Menschen aus dem Regenwald gegründet, die das Amazonasgebiet vor der Zerstörung bewahren soll. Ist es nicht an der Zeit, dass wir solche Aktionen unterstützen und eine Lösung des Schuldenproblems in der dritten Welt einfordern?